fast geschafft. Macht das Spaß gerade mit der Handgun? Weil wenn du so schnell nachladen kannst, wenn du ein Heady machst. Machst du so blam, 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 blam und dann hast du wieder voll ein Magazin. Oh yeah. Ich bin so ein Schlitzer hier am Start. Hier der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergessen. Schlitzer. Mal sehen, was wir finden können. Schlitzer oder Schwitzer? Schlitzer. Schwitzer, Schlitzer. Ja, fang meine Eier. Ein schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Jo. Ran, 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 ran. Der Düsterwald. Der Düsterwald. Der ist so düster. Der Wald. Genau, das wollte ich gerade. So, wenn man pinkeln. Mach doch. Hey, siehst du das? Da drüben. Das Licht. Sie lässt das Gewehr zurück und geht über den nackten Obsidian in den Schwarm, feuernd. Jeder Schuss aus dem Revolver einem Wort gleich. Der Steinrauch dort, wo das Arkusfeuer ihn trifft. Und das Schrapnellgewehr wirft Blätter an Obsidian auf wie gläserne Schmetterlinge. Sie schießt ihre Bandoliere leer. Und ein Team von Vandalen in glasartiger Tarnung springt auf und kommt ihr mit Messern entgegen. Doch sie hebt ihre Hand und brennt sie lachend nieder mit der goldenen Kanone. Oh, Spaß, eine super nach der anderen zu schmeißen. Hm. Achtung, Gefallene. Was schade ist, nie wieder so im Spiel. Außer halt, wenn du die nächste Ulti kriegst. Aber hast du auch gerade deine Ulti, oder was? Hm? Achso. Ich hab gerade mit meiner extra erwartet. Hm. BB. Jo. Nee, du sagst Reh. Wieder back, dachte ich. Nee, welcome back heißt es. Weißt du, ich rede Deutsch. Jetzt fängst du auch schon an wieder, Alter. Mach da bei mir auf, wenn ich irgendwas falsch in Englisch sage. Ah, ich sag es ja nur, damit ich irgendwann jeder euch voll kackt. Ja. Ach, das ist wieder ja. Das ist old. Feuersternchen. Wie gesagt, ich meine wirklich nur rein informativ. Ja. Wissen wir doch, Banjo. Vergleiche ich nicht mit dem Stück Scheiße. Du hättest nie einen von denen erledigen können, sagte ich. Nie. Nicht den größten Jäger, nicht den stärksten Titan. Oh, drei Missionen. Verengten sich. Sie sagen, höre ich mich jetzt mal selber? Hallo, hallo? Und hallo, hallo. Direkt gesehen, yes. Dass sie der Herausforderung nicht aus dem Weg gehen wird. So, fertig. So viele Murmeln habe ich auch noch nie um mich rumgeworfen. Mein alter Freund Randall, er stand immer hier auf diesem Fleck.
erzählte immer diese irrwitzigen Geschichten. Er sagte, weißt du, Kate, ich habe mir die Beweise angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass du es bist. Du bist Rasputin, der Kriegsgeist, Verteidiger der Erde. Und ich wünschte, du würdest dich daran erinnern, dein volles Potenzial entfachen und uns alle retten. Du siehst, wie peinlich das sein würde. Ich sag dann, was ich jeden Tag sage, ist ja kein Geheimnis. Okay, ich suche ihn dann. Ich sag Rasputin, dass wir seine Hilfe brauchen. Und Ikora guckt mich mit diesem Blick an, weißt du, wie wenn man mit ihr redet und einem klar wird, wow, du brauchst nicht einmal einen Bruchteil deines Gehirns für mich, oder? Mit genau dem... Okay. Sie sagt, Kate, das Problem ist nicht nur, dass wir Rasputin... Mit 15 kriegst du dann wahrscheinlich die Möglichkeit für die nächste Subclass. Mhm. Noch ein Bruchstück des Reisenden, aber wir sind nicht allein. Die letzte Subclass, oder was? Mhm. Ich bin immer schon längst über 15, hab's immer noch nicht. Du musst mehr Events machen. Ah, so, okay. Du musst mehr Events machen. Da hat ja jemand schon die Nightshade. Anjeva. Wird mit rumgeballert. Baller. Komm mir wahrscheinlich die Auto-Rifle. Bin totaler Auto-Rifle-Fan. Ich mag Burst-Waffen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Aber lieben sie auch dich? Ja, tun sie. Dir. Das Bruchstück hat uns gerufen. Ich weiß es. Er hat mich gerufen. Nee, nicht ein Servitor. Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Ja, nutzen wir es. Rodelverhalten. Yay! Ich hab's. Nice. Ja, ihr Putties. Na, musst du gucken, wo du drin skillst. Ob du dann den Sechsfachschuss nimmst oder dann mit dem präzisen Ballern. Mit dem präzisen Ballern ist fast sehr cooler. Weil die kritten kannst. Ja, gewiss. Ja. Ich wisch den nicht weg. Ne? Heute nicht, oder was? Heute nicht mehr. Heute nicht. Das kratzig morgen vom Rechner. Schön Schleimfaden drauf. Ja, morgen ist es hart. Dann hat sich das festgeharzt. Die Kriegsbiester sind die neuen Leibeigenen, ich merke das schon. Hä? Was? Kriegsbiester sind die neuen Leibeigenen von den... Aber ja. Wegwerfware. So. Wir haben Pionch. Pionch. Ja, kann auch so schön wegmachen. Heißt echt Tumor, ey. Nur mit H.
Und ein Tumor, 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 Tumor. Ich bin ein Tumor, 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 Tumor. Oh, 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 ich bin ein Tumor. Geh mal meinen geilen Geist an. Den hast du noch nicht. Da sind die Batterien. Guck dir meinen Geist an. Ja, Alter, schrei mich nicht so an. Guck ihn dir an. Wunderschön ist er, der Hunter-Shell. Was? Hunter-Shell. Achso, Hunter. Bei dir Jägerhülle oder wie heißt das bei dir? Ja. Jägermuschel. Der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. Jetzt dreht ihn so schnell, dass er bei dir kotzt. Ach nö. Ich hab mir vor, das wäre voll das geile Gimmick, ey. Kotzt der Geist erstmal so. Haben sich auch nichts bei gedacht, ey. Bungie. Oh doch, vielleicht schon. Hast du jetzt die Story schon durch? Nö, ich bin gerade. Cover gerade das Schiff. So. Was denn mit dir, Alter? Ist der Kabali rum, ich glaube Spinne. Unglaublich. Wenn das ein Test war, ja, haben wir bestanden. Und noch Kriegsbestie, ne? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Bei Roller. So, jetzt dreht Thomas ganz schnell, so dass sein Charakter kotzt. Ich bin das bei der Schlamm. Der hat uns bewusst in den Wald gerufen. Der was? Der Schlamm? Selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann. Wow. Achso, dann wirft er mich wieder weg. Wie es aussieht. Ja, sag ich doch. Ja, aufhören, dann ist im Orbit. Ja. Ist wie am Schießstand hier, du, ey. Ja. Ausrüstung freigeschaltet. So, wo soll er jetzt hin? Achso, jetzt geht's ja nach Ion, oder wie das heißt, ne? Io. Level 19! Gut. Ist einfach nur Io. Ah ja, Io. 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 Alter, warum bist du immer einen Rang höher als Icke? Weil ich schummel, nee, keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Das Aim ist real. Oder, ach stimmt, dann wahrscheinlich. Mehr EP kriegst du, wenn man killt? Ja, kriegst du ja, glaube ich, auch. Kriegst mehr EP, ja. Alter, was macht denn der Typ? Digga, was macht der denn hier oben, ey? Welch, wie viel Balken hast du denn von deinem? Siehst du deinen EP-Balken auf? Ich grad nicht, nee. Musst du ins Menü gehen, glaube ich, da wo Ausrüstung ist, da siehst du nur oben links. Vor Energie, die vom unvollendeten Werk des Alter, wollt ihr mich ja... Bei der Hälfte bin ich. Komplett verarscht. Bei der Hälfte erst? Hm? Bin jetzt schon wieder fast bei der Hälfte. Na, nicht ganz, das ist aber ein Sechstel. Und wir uns um die Allmacht kümmern können. Oder Viertel? Nach all den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe, kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora, Zavala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese Gaul-Bestie weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist.
Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. Nee, ja. Sieht hässlich aus, so viel weiß aber, ich. Aber Rishi. Schießen ja als die Birnen weg, aber die platzen so schnell auf, da siehst du nichts. Im Internet ist ein Bild, muss er kicken. Ist einfach mal Psion ohne Helm oder so, hat eigentlich noch die Fratzen. geiler Comment. Psion ohne Helm. Das Magnetfeld der Sonne. Seit ich hier bin, sind andauernd Schiffe der Rotlegion hier gewesen. Achso, wenn ich euch einen geilen Kinofilm empfehlen darf, dann darf ich euch Geostorm empfehlen. Da oben. Geostorm. Was ist das? Ja, da kam es neu raus. Der ist echt geil, ich war drinne am ersten Tag. Das ist gut, klar, ein bisschen übertrieben so mit den ganzen Szenarien, aber so die Idee dahinter, die ist echt geil. Also er wird zu viel gehatet, als er eigentlich verdient. Also ich fand den Film echt geil. Okay. Begeistert von. Okay, ist da auf jeden Fall unbekannt da drunter? Muss, also bekannt, sehr, ist eigentlich sehr bekannte Schauspieler, so wie ich gelesen habe. Nur ich kann jetzt keinen Namen nennen. Naja, komm, ist auch gerade nicht so wirklich drauf. Aber sind bekannt. Also, später, wenn Namen, bleibt, komm. Namen kennt man. Geburt des Sterbens ließ der Reisende mir nur. Hör da auf zu hörst jetzt auf zu schießen, du Scheißteil, ey. Das passiert vielleicht sowieso. Gorl hat eine Waffe, die unsere Sonne zerstören kann. Boah, ne, hier rush ich jetzt durch, das kannst du aber glauben. Danke, dass du mir nochmal einen schönen Boost gegeben hast, Kabal. Was sind hier viele? Oh, Mama. Komm, mach die Tür auf. Danke. Aber Ämtchen, irgendwie hast du auch was vergessen, ne? Wenn nächste Woche Dienstag noch der Raid kommt. Hm? Da ist doch Feiertag. Und dann? Das heißt, da haben alle eigentlich Zeit. Wenn da einer sagt, der hat keine Zeit, dann weiß ich auch nicht, was mit dem los ist. Dann würde er lieber eher Halloween feiern. Achso? Feiertag? Nein, Feiertag muss ich nicht arbeiten. Da ist ja nicht so, Dienstag. Ja, dann weiß ich ja, was wir machen, ne? Und alle drei Chars hochziehen und dreimal Raid durchziehen, hab ich gehört. Ich mach das mit einem noch dreimal hintereinander, ist mir scheißegal. Kriegst ja kein Loot mehr. Kriegst ja immer Loot. Ist mir wurscht. Es geht um den Spielspaß. Genau. Loot! Und dass es mal besser wird in dem Raid. Ich sag ja nur der eine YouTuber, Olle Schausix, ja, wo er das erste Mal gespielt hat. 9 Stunden hat er gebraucht für die erste Runde. Dann haben die echt noch eine zweite Runde durchgezogen. Ja, der ist hartnäckig, der Typ. Ja, belehrungsresistent. Ach, hier war die Scheiße. Oh, unser erster Run hat auch 6 Stunden gedauert oder so. Alle sind weg. Aber danach sind wir nicht nochmal bei dir. Ich glaube, wir sind nicht mal fertig geworden. Ich weiß jetzt schon mal ungefähr, wie die Phasen sind. Ich hab's zwar nicht gespielt, aber ich weiß, wie die Phasen sind. Ja, ich war ja. Also, das ist so geil, dass er sich einfach so schnell drehen kann schon. Ja. Also ich kann die PC-Version auf keinen Fall haten. Ich auch nicht. Sieht einfach alles so schön aus. Scheiß auf den fehlenden Content. Die Grafik ist einfach Bombe. Ja, darum fand ich das lustig, wo ich angefangen habe zu streamen, da kam erstmal einer rein und hat gemeint, die Grafik sieht so scheiße aus, sieht aus wie bei Minecraft und so, da dachte ich, das ist einfach klar. Ja, wahrscheinlich, ja, hat er wahrscheinlich den Stream auf 140p gestellt. Ja, keine Ahnung. Was ist so ein Blackboy gewesen, der irgendwie auf Xbox spielt, oder? Nee, das war der andere. Okay. Der war auch voll zufrieden, der hat gemeint, sieht geil aus und so. Also. Keine Ahnung. Oh. Okay, jetzt nicht so Bock drauf, Jungs, hier auf eure hässlichen Granaten. Darf ich Baustellen nicht taken? Mit die geilsten. No. Finde ich. Ja. Mit den Vex. Und natürlich Siva, ne? Ist so auch mein Favorite. Siva ist schon eine geile Sache. Drum, da kam ich ja dann sofort mit der Aussage, dann guck dir mal Call of Duty World War 2 an von der Beta und dann können wir weiterreden. Ja. Wildspiel. Ja, ich hab gedacht, ich muss mit einem Lappen über den Bildschirm wischen, ne. Ja.
verwandelt. Sieht einfach so schmutzig aus. Das, ja, aber das war schon immer so bei Call of Duty. Multiplayer sah immer kacke aus. Immer nur bei der Story haben sich Mühe gegeben. Ja, aber im Multiplayer, du ballerst ja so schnell rum, du kriegst ja gar nicht mit, so nach dem Motto. Ja, doch. Ja, denken die, ne? Aber ist klar, dass es halt anders ist. Ja. Ein Gramm. Gib mir ein Gramm. Oh, Power ja, Level. Hast du die nicht teilen, ey. Power Level 184, yeah. Erztunnel sind frei. Die rotzt weg hier, die Waffe, ey. Bam! Ja, du wirst dich über die Raid-Waffen freuen, weil die Raid-Waffen sind mega geil. Mhm. Zwar ein bisschen zu wenig, aber sie sind geil. Vor allem der Raketenwerfer und das Automatikgewehr, das finde ich richtig sick. Ja, Automatikgewehr hat Spaß gemacht. War auch das, was du gleich vom Anfang an von der Vorhut bekommst, finde ich sehr nice. Das Automatikgewehr? Achso. Mhm. Aber nicht vom Raid. Doch, das auch. Echt? Von der Vorhut vom Raid? Nee, von der Vorhut vom Raid gibt's ja gar nicht. Nee, von der Vorhut, das Automatikgewehr. Wo du dir die Nightshade jetzt genommen hast? Ja. Da gab's ja noch eine Scout und eine Automatik. Da die Automatik, die war cool. Du kannst ja nur, wenn du Raid geschafft hast, mit Token die noch was holen, ne? Die Waffen, wenn du sie nicht bekommen hast. Ja. Hier kommt die Sonne. Ich singe gerade, weil ich in der Sonne rumlaufe, deswegen. Achso. Wirst du auch noch hinkommen. Oh ja. Mit einem auch geiler Teil, den sie da gemacht haben, ey, muss ich sagen. Optisch sehr sahnig. Du siehst da kaum was außer Strahlung, aber so, das, was du siehst, ist geil gemacht. Schredder. Die rattert durch, ey. Dies ist ein Himmelsschockalarm. Die Besessenen wurden hierher geführt. Escher Mir, bist du das? Brenne, Kabal. Die Besessenen zapfen die Energie des Mondes ab. Ich vermute, dass Io implodieren wird, wenn niemand eingreift. Hüter, wir dürfen diesen heiligen Ort nicht verlieren. Tu, was getan werden muss. Halte die Besessenen auf. Sieht so aus, als würden die Besessenen eine Art Portal heraufbeschwören. Okay. Haltet sie auf! Dieses dumme Gesindel hat sich ja vor, sämtliche Spektralpack herbeizurufen, um diesen Mond vollständig zugrunde zu richten. Der hat mir gerade. Das Schwede. Alt F1 macht er. Okay, nicht Alt F1. Okay. Man muss jetzt einen Schutzschild haben. Mal mit der Spezi-Waffe draufballern. Dann nehmen die Schilder ja ganz schnell weg. Pionch. Scheiß Pionch. Als hätten wir das Portal. Hat das da durch? Ja, nur um das zu triggern kurz. Achso. Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschossen. Oh, wir sind aber heiße Stäbe am Start, ey. Ich mag Hand kennen. Mag die langsam immer mehr.
Ja, im PvP spielt jeder schon mit Handcannon. Ja, ja, ist auch das billigste. Wenn du da ein bisschen einigermaßen zielen kannst. Wenn du damit zielen kannst, ja, aber vieles ist ja auch Zufall in dem Spiel. Was? Zielen ist kein Zufall. Nein, das triffst du mit der Waffe, weil die verschießt so immer so komisch. Kugeln. Naja, aber die hat doch ein gewisses Pattern. Bitte? Manche sind halt so geistig nackig, die wissen jetzt genau, wie sie da gegen argumentieren müssen, gegen den Recoil-Pattern. Das geht, also wie gesagt, die haben ja die Waffen, haben ja bei diesem Punkt, die haben ja irgendwie so 4 Punkte, also um das Wetter drumherum, wo die Kugeln einschlagen können. Hm. Wieso ist das bei denen? Das ist jetzt ein anderes. Boah, ich war grad blind. Das Portal ist geschlossen. Alles ist gut. Ikora, ich weiß, dass dieser Ort. Nein! Nein, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder diesen hässlichen Schredder reingesprungen. Geh auf Iok, also mal nichts für mich. Ich habe noch ein Leben zu geben. Und ich gebe es gerne, um Gaul aufzuhalten. Wir gehen jetzt. Nicht so eilig, Ikora Ray. Wir müssen reden. Und was dich angeht, du aufdringlicher Hui. Hüter. Was? Ich habe Warum? Dir etwas bin ich jetzt sagen? Tot? Okay. Für jeden kommt einmal die Zeit. Und ab durch die Wasserrutsche. Woohoo!